herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Säulen der Erde. Wir beginnen jetzt mit der Kapitelversammlung. Das Kapitel kann jetzt beginnen. Wir werden sicher bis heute Abend tagen. Wenn es andere Probleme gibt, um die du dich kümmern willst, tu es jetzt. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Und deshalb dürfen wir Prior James' Wunsch nicht Folge leisten. Die Priorei von Kingsbridge wäre ohne ihre Kontobücher verloren. Ich denke, wir verstehen alle den Grund für deine Besorgnis, Bruder Philipp. Aber bevor wir zu einem Beschluss kommen, wollen wir noch andere Stimmen hören. Ich möchte wissen, warum du die Weisheit von Prior James' Entscheidung in Frage stellst. Vielleicht hast du ihn nicht so gut gekannt wie wir, Philipp. Ich kann sagen, ich habe ihn gut gekannt. Wir alle hier kannten ihn. Und du? Na, hast du ihn gekannt? Wie weise war Prior James wirklich? Philipp, du gehst zu weit. Das werde ich dem Bischof erzählen. Ich verstehe kein einziges Wort. Wirklich, lass ihn mal. Unglaublich. Bitte, hören wir, was er zu sagen hat. Lass Philipp reden. Lasst ihn sprechen, Brüder. Ich war auch uneinsichtig, aber er hat mich überzeugt. Was bei dir nicht gerade einfach ist. Ilius. Ich habe James viel zu verdanken. Er hat mir die Leitung von St. John in the Forest übertragen. Eine der blühendsten Zellen in ganz Shiring, wenn nicht gar in England. Das war also eine kluge Entscheidung. Aber sein letzter Wunsch war nicht klug. Nun habe ich recht. Worauf wartest du? Antworte mir! Ist es klug, auf dünnem Eis zu wandeln? Oh, für wen hält er sich? Möge der Herr ihm vergeben. Er weiß nicht, was er sagt. Nein. Philipp war sehr zögerlich, mit mir über den Zustand der Priorei zu sprechen. Gewöhnlich ist er in seinen Worten so umsichtig wie in seinen Taten. Ja, Philipp hat uns eine Frage gestellt. War es klug, auf das Eis hinauszugehen? Gott wollte Prior James prüfen. Ich sage, der Teufel hat ihn getrieben. Zweifelt ihr etwa daran? Bezweifelst du das, Philipp? Sicher hast du eine Antwort darauf. Ich weiß es, weil Prior James es mir anvertraut hat. Wenn der Herr James geprüft hat, so prüft er uns nun alle. Ich vertraue auf den Herrn, so wie James es getan hat. Und das solltet ihr alle tun. Er war fehlgeleitet, als er in jener Nacht auf das Eis hinausging. So wie er in seinem letzten Wunsch fehlgeleitet war. Von was oder wem auch immer. Vielleicht war es gar nicht der Teufel. Wir haben ihn nie gesehen. Die Novizen sind angehalten, in der Versammlung zu schweigen. Philipp ist ein guter Mann. Er war der Einzige, der gesagt hat, ich sollte ein Feuer haben. Aber hat er den Worten auch Taten folgen lassen? Ja, er hat mir einen heißen Stein gebracht. Das ist unser Philipp. Nun gut. Aber warum erzählst du uns nicht, warum du wirklich hergekommen bist, um vor uns allen hier zu sprechen? Du bist nicht nur gekommen, um diese Bücher zu retten. Da steckt doch mehr dahinter, nicht wahr? Wir wollen die Wahrheit wissen. Was sind deine wahren Absichten? Ich bin nur hier, um der Priorei zu helfen. Der Priorei? Natürlich. Ich sage, es ist kein Zufall, dass er jetzt hier seine Stimme erhebt. Kurz nach James Hinscheiden und vor den Wahlen. Was willst du damit sagen, Bruder Remigius? Es geht ihm nicht um James. Es geht um ihn. Er will Prior werden. Nein,
Ich bin hergekommen, um mit James zu reden. Ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Ich nominiere Philip von Gwynedd als neuen Prior von Kingsbridge. Das ist allerdings nicht möglich. Ausgezeichnete Idee. Was ist mit Remigius? Damit habe ich nicht gerechnet. Großartige Idee. Bruder Philip, nimmst du die Kandidatur an? Danke für dein freundliches Angebot. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber ich bestehe darauf, euch zu helfen. Nein, das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Wir haben nicht viel Zeit. Die Abendmesse beginnt bald. Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Was ist mit St. John? Ich werde morgen dorthin reiten. Ich werde ihnen sagen, dass du ein paar Tage in Kingsbridge bleibst. Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Wenn die Botschaft sagt, was ich vermute, dann ja. Oh Gott, Francis Notizen der Rivalität um den Thron Teil 2. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich Kaiser Mathilde und König Stefan Teil 2 vom Januar 1136. Unser neuer König Stefan wird nicht nur von unseren normannischen Oberherren, sondern auch von der Kirche unterstützt. Sein kleiner Bruder Henry ist Bischof von Winchester und einer der einflussreichsten Priester in ganz England. Er hat Stefan schwören lassen, der Kirche politische Macht einzuräumen, die unter Heinrichs Herrschaft fehlte. Es ist ein guter Tag für die Kirche und uns. Das Problem ist, dass mein Dienstherr Graf Robert von Clugesser einer der Bastarde des Königs ist. Er will seine Halbschwester Mathilde auf den Thron sehen, da er sich sicher ist, sie würde während einer Regentschaft seinen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Im Namen von Kaiserin Mathilde habe er und seine Verbündeten eine Rebellion gegen den König Stefan gegründet. Nicht mehr lange und es wird Krieg geben. Nun lass uns nach dem Brief schauen. Oh, okay. Das ist jetzt großer... Francis! Gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das ging ja flott. Das war Zufall. In der Bibel? Die Offenbarung des Johannes. Wohl. Und sie sprachen zu den Bergen... Oh, ist die Bibel so fett? Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Das Lamm. Wovor hatte James Angst? War es dieser Brief? Nein, der Brief ist noch versiegelt. Brich das Siegel. Brief. Brief vom 18. Dezember 1135. Robert von Clugesser. Nennt mir einen Tag und wir werden bereit sein, für Kaiserin Mathilde Blut zu vergießen. Ich und meine Männer werden uns Stefan von Blois gegenüberstellen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn entbrennen lassen. Es ist Stefan, der ihn beschworen hat, am Tag, als er König Heinrichs Tochter verriet. Er verriet sie, als er den Thron an sich riss und somit sich auch alle schuldig sind auch alle schuldig, die ihm Loyalität geschworen haben. Bartholomäus, Graf von Schiering. Ja, das ist er. Du hast ihn gefunden. Der Graf von Schiering will einen Krieg anfangen? Ja, er tut sich mit meinem Herrn, Graf Robert von Gloucester, zusammen. Wer ist dieser König Stefan, der den Thron bestiegen hat? Ein Neffe König Heinrichs. Denkst du oft an den Tag, als unsere Eltern starben? Du weißt, dass ich nicht darüber reden will, Francis. Ich weiß, aber ich muss immer an sie denken. Und ich habe immer König Heinrich die Schuld an ihrem Tod gegeben. Die Kirche hat unter seiner Herrschaft ebenso gelitten wie wir in Wales. Philip, du musst diesen Brief dem Bischof von Kingsbridge zeigen.
Warum ich? Warum ich? Weil du es musst. Es gibt keinen anderen Weg. Unser verstorbener König wollte Roms Einfluss in England vermindern. König Stefan dagegen hat geschworen, die Rechte der Kirche zu wahren. Und wir können ihm helfen, wenn du den Bischof bittest, Stefan zu beschützen. Du willst, dass der Bischof dem neuen König hilft? König Stefan? Ich will einen König, der die Kirche unterstützt. Ich will, dass diese dunklen Zeiten enden. Ich will den Grafen von Shireen daran hindern, einen Krieg anzuzetteln. Er könnte ganz England in Brand stecken. Mein Herr, der Graf von Gloucester, darf niemals wissen, was ich hier getan habe. Darum darfst du keinem sagen, wie oder wo du an diesen Brief gekommen bist. Hörst du? Erzähl niemanden von mir. Glaubst du wirklich, der Bischof kann etwas ausrichten? Sag ihm, du hättest den Brief durch Zufall gefunden. Und wenn er mir nicht glaubt? Was dann? Er wird dir glauben. Die Frage ist, wird er wirklich versuchen, den Grafen von Shireen aufzuhalten? Ich werde nach St. John reiten und den Mönchen sagen, dass du bis zur Wahl in Kingsbridge bleibst. Was, wenn der Graf von Shireen herausfindet, was ich getan habe? Was, wenn der Bischof es ihm erzählt? Philipp, beruhige dich. Er ist dein Bischof. Ich bin ein einfacher Mönch. Welches Recht habe ich, dem Bischof unter die Augen zu treten? Okay. Wir haben jede Menge getan. Und zwar, das war Kapitel 1 aus der Asche, Kapitel Philipp. Was hast du getan? Du hast Francis dabei geholfen, eine Verschwörung gegen den König aufzudecken. Du wurdest nominiert, Prior von Kingsbridge zu werden. Du warst damit einverstanden, den Bischof zu treffen. Du hast Bruder Markus den Dieb verraten. Du hast Bruder Paul einen heißen Stein gegeben und sein Leid gelindert. Remigius findet dich weiterhin fragwürdig. Du hast eine Nachricht in der Mühle gefunden. Du hast Buchheckern Fumilius Garten gefunden. Ja. Und damit würde ich für heute schon die Folge beenden, damit wir in der nächsten Folge direkt mit Kapitel 2 starten können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.